Spielsatzsieg. Nicht nur die French Open, sondern auch die 16. Neuenhagen Open ging an diesem Wochenende zu Ende. Tenniscracks aus ganz Deutschland stellten bei diesem Event, welches durch den Tennisverband Berlin-Brandenburg unterstützt wird, ihr Können unter Beweis. Unfassbares Turnier gewesen. Ich habe jetzt nicht das erste Mal hier gespielt, aber noch nie so erfolgreich wie dieses Mal. Im Finale der Männer ging es um alles. Marvin Netuschel, welcher für den Tennispark Versmold spielt, und Philipp Pavlenko vom Tennisclub Blau-Weiß 1899 Berlin kämpften um den Sieg. Der erfahrene Netuschel gewann den ersten Satz mit 6:4. Im zweiten entschärfte der auf 1 gesetzte die Waffen von dem jungen 19-Jährigen und entschied auch diesen mit 6:0 für sich. Es ist halt wichtig, hier jetzt auch ein Stück weit Matches zu bekommen, denn jetzt bald in 3 Wochen steht die Bundesliga an und deswegen war die Plattform hier jetzt wirklich dafür optimal, weil halt wie gesagt auch Off-Court. Im Finale der Frauen stand sich Charlotte Klaassen an 1 gesetzt vom Tennisclub Blau-Weiß 1899 und Janina Braun an 7 gesetzt aus dem Tennisclub SCC Berlin gegenüber. Klaassen spielte sich im Match-Tiebreak 2 Punkte Vorsprung und gewann hauchdünn mit 16:14 gegen die Spielerin vom SCC. Ich gehofft, dass ich ins Finale komme oder gewinne, aber im besten Fall 3-4 Matches habe. Und dass es jetzt gleich so gut läuft, ist natürlich super. Ein toller Finaltag, bei dem auch Turnierleiter Sebastian Herzberg in Schwärmen geriet. Eine ganze Gemeinde, ein ganzer Tennisclub steht hinter diesem Event, diesem Tennisturnier. Und das jetzt seit mehr als 16 Jahren mit absolutem Herzblut, mit Engagement, mit großer Leidenschaft. Denn nicht nur bei den French Open wurde Tennis vom Allerfeinsten gespielt, sondern auch in Neuenhagen, am Rande von Berlin, bei den Neuenhagen Open.